Wahrscheinlich ist Weihnachten das beliebteste Fest hierzulande, auch bei Nichtchristinnen und Nichtchristen. Wieso eigentlich? Nun, wahrscheinlich, weil die Weihnachtsgeschichte auch eine der bekanntesten Geschichten überhaupt ist. Schon deswegen, weil darin die Geschichte eines Kindes erzählt wird, das unter schwierigen Umständen geboren wird und seine Eltern glücklich macht. Aber nun hat diese Geschichte noch eine zweite Ebene. Von diesem Kind wird erzählt, dass es Maßstäbe und Werte hat, die die ganze Welt fröhlicher und glücklicher machen. Und das ist etwas, was weit mehr als nur die Geburt eines Kindes unter schwierigen Umständen Menschen fröhlich machen kann, ein Grund zum Feiern. Zu Weihnachten geht es immer um beides, um die Idylle in der Familie, in der heiligen Familie und um die Rettung der ganzen Welt. In dem Bild hier sieht man Maria, die ganz idyllisch das Jesuskind herzt und davor steht ein Tisch, auf dem ein richtiges, schönes Rosinenbrötchen steht. Familiäre Idylle, aber darin erschöpft sich Weihnachten ja nicht, sondern eben auch von der Idylle aus dem kleinen Bethlehem und Nazareth die Rettung der ganzen Welt. Beides zusammen macht Weihnachten und ist der Grund der großen Weihnachtsfreude.